luring you in, keeping you here. Be careful. Did the long. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du hast so geschrien. Oh. Oh, von den Seiten. Jawohl, Rinnenwanst. So, jetzt kann der andere Penner auch durchkommen. Der kriegt gleich den Stahl zu schmecken. Da ist er. Na! Haut ab! Genau, schön den Kehlkopf. Ja, du bist doch ständig in Angriffen ausgesetzt, ne? Also selbst in so einer Kampfsequenz irgendwie ist es nicht so, dass du dich irgendwie cool positionieren kannst und sagen kannst, okay, hier bin ich safe. Nee, es kommt immer einer von hinten, der dich entweder in dem Falle beißt, kratzt, festhält, schlägt. Heftig. Einfach heftig. The sound of. Is it them? Are they calling us? Just the caves. What does it mean? It's nothing. So cold. It's. Wait. Oh Gott, ist einer der Riesen? Wenn ich jetzt hier höre? Then you will meet your destiny. Can you feel them? Within the depths. The cave is singing to you. It's guiding. Schön, Jürgen, singt für mich. Das ist aber auch. Schöne. Zwergen, wie sagt man denn? Mythologie. Was ist denn das? Es leuchtet rot. Is someone there? Who are they? Who's there? What are they saying? Don't get too close. No. Ey, wir können unser Schwert jetzt hier nicht abgeben. This is all I have. Senua, you can't. You can't do it. She is thinking about it. No, Senua. Tja, was würdet ihr machen? Würdet ihr das Schwert jetzt abgeben oder behalten? Das kann eine Prüfung sein. Das kann eine Falle sein. Das kann beides sein. Ja, sie wird es abgeben. Ne. Sacrifices must have meaning. She has given away that which makes her strong. A protector. A avenger. The thing she grips tight when darkness overwhelms her. What is a warrior without her sword? What is she now? Immer noch ein Krieger. She must forge a new path, defenseless against the dead ones. The armor has fallen away. Shit. Ja, aber wir sind unbewaffnet jetzt. Das wird. Too much darkness now. Where are you taking me, hidden folk? Das ist halt die Frage. Okay, dieses Zeichen wurde jetzt immer stärker, ne? Das Rote. Die Frage ist, hätte ich jetzt rennen sollen? Ich glaube, es war jetzt auch nicht relevant. Na, ich kann nicht rennen, tatsächlich. Ich kann ein bisschen schneller schleichen. In the light. You can't see anything without the light. Oh, fuck. It's a beautiful, but it's a trick. That noise. Can we get out? Did you hear it? Can we turn back? What if we're going the wrong way? You just need to keep to the path. The light, quick! Ich geh mal nicht hin, wo die Freaks sind. Ich bleib da. Ich geh da hin. Ich mach das schon schnell. Beeil mich doch schon. Was geht noch machen? Ja. Absolut.
Oh Gott, drei Leute. Da vorne ist Licht. Ich bin wahnsinnig angespannt. Wahnsinnig angespannt, merkt man ja nicht mehr. Aber es ist wirklich, es ist so dermaßen intensiv. Und es ist halt wirklich so, ne? Du hast jetzt gerade kein Schwert irgendwie und du spürst tatsächlich, dass du jetzt halt einfach wehrlos bist gerade. Ja, du kannst dich jetzt nicht frei kloppen. Oh nee, nee, lass mich raten. Jetzt da drüber guckt gleich einer. Ah, die Gesetzmäßigkeit der Cineastik. Er sieht uns nicht? Also er hört uns wahrscheinlich nicht, ne? Die jagen nachher höher. Oh shit, ich muss mich beeilen. Ich hatte doch da vorhin so einen kleinen Lichtschein gesehen. Oh shit. Oh Gott. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade sehr inflationär benutze, das Wort, aber es ist wirklich, es ist, ich bin am Arsch. Habt ihr gesehen, wie viele das waren? Nur einmal falsch abgebogen. Nur einmal. That's it. Look, an entrance. Keep following. Oh. Oh. Hello, light, my old friend. I've come to talk to you again. Oh, bitte, 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 bitte. Lass mich da irgendwie ankommen. Falscher Schritt. Und die sind alle da unten. Alter, motivierend sind diese Stimmen nicht. Aufbauend sind diese Stimmen nicht. Was ist jetzt mit da rüber? Oh Gott, bitte lass das wirklich Tageslicht sein. No, it's not. Scheiße, es ist kein Tageslicht. Aber wir können wieder normal rennen, das ist ganz gut. Sometimes she feels the darkness will never end. Or worse. Aber das sieht mir noch aus wie Tageslicht. Ich verstehe gar nicht. Warum schweben da schon wieder Steine? Und hier? Oh Gott. Ist ja wie bei Avatar hier. So hat uns jetzt die Abgabe unseres Schwertes irgendetwas gebracht? Ich glaube nicht. Also ohne Scheiß, es hat uns gar nichts gebracht. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt halt wirklich ein Teil einer Prüfung war. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht, natürlich. Aber ich hätte schon gerne mal wieder. Oh Gott, oh Gott. Okay, alles klar. Hier ist auch wieder alles auf dem Kopf. Okay, erst also dort über diesen Eingang raus. Es gluckst so seltsam. Und warum kommt das Licht von unten? So, okay, wollen wir den hier aktivieren? You're so close to the end. They have taught you how to persist in this world. You brought it. Auf seine plötzlich verschöne Musik.
Okay, wir gehen mal weiter. Reicht das? Ja, das reicht. Das ist alles sehr versöhnlich irgendwie und das macht mir Angst tatsächlich, weil normalerweise ist das Spiel nicht so, glaube ich, versöhnlich. Also so war Teil 1 nicht irgendwie. Auf jeden Fall nicht so. Aber wie komme ich da hin? Kann ich hier jetzt... Nein, einfach hier kann ich runter. Aber was bringt mir das? Ich muss irgendwie da rüberkommen. Die Frage ist nur, wie. Achso, warte mal, könnte mich ja tatsächlich vielleicht von hier vorne... Vorausgesetzt, ich kann... Wenn ich ihn jetzt hier aktiviere... Jawohl, da ist es. Sauber, schön. Und wir sind am Ausgang. So sieht es auf jeden Fall aus. Es scheint... Also rein faktisch kann es nicht sein. Wir sind immer tiefer gelaufen. Immer tiefer und immer tiefer. Normalerweise... Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Wir haben die Verborgenen noch nicht gefunden. Wir haben auch noch nichts gefunden, was diesen Abstieg überhaupt irgendwie rechtfertigt. Klaustrophobisch werden da. Okay, aber sie ist ja eine extrem starke Frau. Ja, ich würde da ja nicht durchkommen. Ich würde da stecken bleiben. Panik, hyperventilierend, tot. Wäre natürlich aber auch ein bisschen sinnvoller, wenn sie tatsächlich nicht auf dem Rücken kriechen würde, sondern auf dem Bauch. Aber ich will jetzt umschlagen, ich stecke auch nicht in ihrer Situation, von daher möchte ich jetzt auch nicht sagen, was besser wäre. Natürlich kann sie sich jetzt an der Decke besser festhalten, nach vorne ziehen, aber du kannst natürlich besser auf den Bauch kriechen, als dich auf den Rücken vorziehen. Also wie gesagt, ich finde, das sieht alles aus wie ein Wespennest, ne, irgendwie. There will always be a part of you that changes. A part of you that darkens. That pool. And a part of you that dies. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. What is going to...
to happen. It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senua, what are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Warrior. Ask them. What do you want me to do? In the first days, the air was sweet and fresh. The ground and the sea gave up their bounty. They knew that after all their fighting, they had found somewhere to rest, somewhere to carve out a home. But then Askia screamed her funeral. Words blotted out the sun. Is Askia a reason? She covered the green with her bitter poison and drowned the hills in bile. Nothing could breathe through her hate. All their animals choked. Their crops withered in the ground, and the people withered too. The woman had to leave her home, go in search of food. But everywhere there was nothing. Where were their gods now? All had turned their backs
The terror of hunger and the thirst drove the people to fury. As is the way of that kind. The weak lost all to the strong. With the weakest of all in her arms, still she searched for a haven. But the darkness from the sky reached down. The flesh-eating ones, with the awful hunger that could never be sated, were legion. And death held dominion over all. New gods arose, darker and more terrible than those before. She could not let the child live in such a world. So she brought her to a cave where the hidden folk were set to live, hoping they would take her child and raise her free from care. Free from the darkness. She had nothing to feed her now but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askia, if you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life and give me your death. Sie spricht jetzt mit sich selbst. Auf der anderen Seite. Sie redet mit sich selbst. Das ist ja cool. So, das lief ja gut. So, das war Nummer 1. Vielleicht kleinen Drecksratten. Enjoy killing. So, zack. Ey, Koffer. Give them pain. They underestimate you. Make him suffer. Alter, durch den Nacken durchgestochen. Okay, rot nicht gut. Okay, wir haben 3. 4?
Stimmen versagen langsam. Ich werde euch alle abschlachten. Ich werde euch alle platt machen. Okay, es werden immer mehr. Sechse. So, zack. Ich habe immer noch tatsächlich noch nicht das Timing perfekt raus für parieren. Okay, wird auch nicht weniger. Und wenn du die ganze Stütze alle aus, du willst auswischen. Tut mir leid. Oh shit, das Schwert steckt noch in dem anderen drin. Oh shit. Geheimnisse eitern in der Dunkelheit. Ist aber. Boah! Ist das eine Wunde? Raw and bleeding. Rootless. Selfless. All the names that were lost, she will find and hold. She knows her name now. Ingunn. She knows her.